wir machen mal weiter. Wir müssen jetzt darauf, wie es scheint. Okay. Genau. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Ins Krähennest. Achso, diese Aussichtsluke da oben, oder wie? Nennen sich die Dinger echt Krähennester? Ich kenne mich leider mit so gewissen Fachbegriffen, was schiffspezifisch ist, leider nicht so aus. Grabbel, Grabbel. Alter, wie weit denn noch? Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3. Reise in die neue Welt. Neue E-Mails, genau. Und Geld erhalten, 2850, verdammt, was waren das für ein Währungszeichen? Dollar waren es nicht. War das Pfund? War das ein Pfundzeichen? Ja, heißt so. Okay. Fluchter Karibik lässt grüßen. Sequenz 2 in Boston, 1754. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einlegt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Tja. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Nein. Aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun... So lange, bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Hallo, Sir. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch. Aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Dieb! Haltet den Dieb! Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Okay. Einen Gemischtwarenladen finden. Ja, gut, ne? Und mit der Touch-Taste die Weltkarte öffnen. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Karte an. So, das ist ein bisschen was. Gucken. Ach, mit L2, R2 ist diesmal Zoom, okay. Natürlich auch erstmal klarkommen. So, Legende, uff. Viel Spaß, ne? Wir haben ein bisschen was. Ist jetzt eh egal. So, Missionen, Geschäfte. Das ist Pfundzeichen, ne? Sammelbares. Da. Na gut, so. Aber wir sollen jetzt einen Gemischtwarenladen finden. Ah, jetzt sind sie kein Zwerg oder was? Oh, okay. Hui. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin.
Franklin! Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Wie meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Okay, das ist geil. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Schön. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Schon, ne? Almanach in Boston, Seiten des Almanachs von 1733, Band 1 sammeln. 4 Stück. So, oh Gott, was, Brief? Der Silver Fox bietet allen Reisenden die besten Preise und Unterkünfte in der Stadt. Der Silver Fox? So, was bist du jetzt hier für einer? Briefe in Zentral-Boston, was? Per Dekret von König George II. Ach, das ist auch eine eigene Mission. Ich kann doch keine Mission in der Mission starten. Oder? Ich meine, probieren kann man es ja mal, aber... Ich guck's mir mal an. Brief in Boston überbringen. Okay. Ja, müssen wir mal kurz abchecken hier, ne? Was? Interagieren? Briefe in Boston überbringen? Ach so. Ich muss erst mal klarkommen. Was ist das hier jetzt? Okay, keine Ahnung, ne? Ich muss wirklich erst mal klarkommen hier. Ui, ups, sorry. Ah, so, was ist das hier? Der will auch noch was. Das ist ein Wuffel. Zwei von vier Briefe schon. Okay, also man kann das schon nebenbei machen. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht, ne? Ja, danke. So, aber einer fehlt doch noch. Ach, da unten. Mal ganz kurz markieren direkt, ne? Weil das wird hier auf der Karte ja nicht angezeigt gerade. Nein, spricht ja nichts dagegen, dass ich das mitmache, ne? Ist ja kein Zeitdruck und nix. So, da vorne, der wird schon markiert. Ja, danke. $500. Beziehungsweise Pfund. Ich sag dazu Dollar, oder? Mein Boston ist doch Amerika, oder? Warum soll ich in Amerika denn Pfund sagen, wenn es da eigentlich Dollar ist? Aber gut, es ist ja eine andere Zeit, ne? Ich weiß jetzt nicht, was da für gewöhnlich alles war. So, jetzt aber wirklich ab in den Laden. Mal gucken, was es hier so gibt. Ah, hallo. Willkommen. Was? B? Wo steht denn das B? Ein Schwert und eine Pistole kaufen. Okay. Kaufen. Normale Waffen, Feuerwaffen. Okay. Normales Schwert für 700. Ah, Geschwindigkeit, Kombo, Schaden. Schön.
Normales Schwert. Was? Feuerwerfen, eine Steinschlosspistole für 2000. Alter. Schon teuer. So, Geschäft verlassen und erworbene Waffen ausrüsten. Also verlassen und Dinger ausrüsten. So, mit R1 halten, Waffenrad zu öffnen, linken Stick benutzen, um Schwertkategorie Langwaffen auszuwählen. R1 loslassen, um zu schließen. Britische Kolonie, daher Pfund. Das erklärt's natürlich, ne? Dankeschön für die Info. So. Steckt die Klinge, genau. Ah, okay. Achso, die Pistole muss ich auch noch auswählen. Oh, da muss ich erstmal wirklich klarkommen mit. Na gut, okay. Also das wird erstmal richtig Eingewöhnung brauchen, bis ich da in die Steuerung reinkomme. So, mit X diesmal aufsitzen, okay. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein, Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Ich würde auch erstmal sagen, dass wir ein bisschen in der Story voranschreiten, bevor wir uns hier auf der Karte umschauen. Das ist, denke ich mal, am besten. Wir brauchen ohnehin erstmal ein bisschen Progress für alles. Willkommen in Boston. Neue Waffen erhältlich, okay. Neue Waffen, Alter. Okay, nächste Mission startet vielleicht mal so da drin. Waffen, französisches Messer, neue Waffe. Den Katu-Schwert oder Katue-Schwert, keine Ahnung. Neues Gerät in Geschäften. Rauchbomben. Und neue E-Mails. Na komm, wir machen gleich direkt weiter. Türe öffnen. Eingefallen. Du Lügner. Betrügner, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Der Blick eben grad. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Nur Ruhe. Hier lang. Ich komm gleich. So, die amerikanischen Kolonien haben sich später für unabhängig erklärt und wurden zu den Staaten. Ah. Man lernt ja sogar noch ein bisschen was. Geschichte. Momentan ist hier eh nichts zu machen. Da drüben? Okay. Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Das sollte jeder wissen. Man kann nicht erwarten, dass das wirklich jeder weiß. Eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur?
Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sag mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Meine ursprüngliche Frage bestand ja darin, hier bezüglich wegen dem Geld, ne? Animus Datenbank Thomas Hickey oder Thomas Hickey. Man hätte die doch mal belabern können, ne? Na, ist jetzt auch egal. Ist jetzt egal. Machen wir einfach weiter. Okay, so, da drüben. Sind wir wirklich bis vorne hergeritten? Ich habe einen Kopf wie ein Sieb, echt jetzt. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist da gerade komisch. Johnsons Botengang. Okay. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. War auch keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Ist eigentlich Grundwissen, aber heute kann man dies oft nicht voraussetzen. Das ist leider wirklich wahr, ne? So. L2 gedrückt halten, um zu zielen. Okay. Kann man noch irgendwie präziser zielen? Nö, anscheinend nicht. Und mit R2 schießen. Geht in Position. Aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Bis ich den ersten Schuss abgebe? Ja, ist klar. So, Söldner mit Fernwaffen-Dingens eliminieren. 10 Stück? Ich habe doch nur noch 7 Schuss. Okay, dann heißt es plündern. Dann heißt es definitiv plündern. Aber erstmal plündern hier. Den da. Alten. 11 und eine Kugel. Charles Lee folgen. Ui, ui, okay, okay. Alter! Einfach mal diese Stabwaffen hier. Ihr zwei, haut ab! Headshot! Einfach mal Waffe tauschen hier. Wow, okay. Ist das da eine Wache? Ja, ne? Oh nein! Ah, okay, wir verbrauchen dadurch tatsächlich unsere eigenen Kugeln. Okay. Ja, weg mit dem Müll, wollte ich gerade sagen hier. Alter. Ist man hier wirklich am besten, diese Waffen so mitzunehmen? Na gut. Dann macht es doch eher Sinn, ein bisschen näher ranzukommen. Hä? Jetzt. Ah, okay, die müssen aufleuchten, damit wir wissen, dass wir die wirklich treffen. So viel zum Überraschungsmoment.
Ach so, du wolltest den damit überraschen. Nee. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz überlegen, weil ich möchte wirklich die 100% machen. Alter. Mann! Ja gut, dann eben nicht. Ist mir auch egal. Wow. Plündern, okay. Aua! Jetzt läuft er los, oder was? Wieso hat der auf mich geschossen? Der scheint nicht mein Feind zu sein, oder was? Der stirbt doch nicht. Wieso hast du auf mich geschossen, du Vogel? Was? Na gut. Also auf Radar werden hier diese Leute noch angezeigt, ne? Ist schon komisch. Das ist ja schon komisch. Uiuiui. Wow, Kenway, du machst Dinge. Aua. Flump. Das ist ja nur 5. Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Schieß drauf! Klar. Waffe ziehen mit Viereck, aber irgendwie. Achso, okay, Waffe gedrückt halt zum Zielen auf die Fässer. Okay. Die Vorstellung geht weiter. Schnell nachladen hier, ne? Ach, das Nachladen, das wird auch noch Spaß. So, ich nehme mal gleich mal diese Waffe so mit. Ich hoffe mal. Die waren wohl doch nicht so sicher da drin. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Flexschuss! Oh, ich sehe gerade gar nichts, ey. Okay. Ich wollte auch nur eine Schusswaffe haben. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun. Diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Nett? Hey, Tham. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Was ist es das? Ich hab noch 8 Schuss drin. Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Ah, dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink.
Okay, ich kann immer noch weitermachen. Hickey und Lee dürfen nicht mehr als die Hälfte ihrer Gesundheit verlieren. Boah, oh noch. Na gut. Vorsicht, die Herren. Gesellschaft. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Garde. Aua! Halt! Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Nett. Also ihr seid mir echt Spaßvögel hier. Meine Güte. Seid ihr Gegner? Nee. Dürfen nicht mehr als die Hälfte ihrer Lebensenergie verlieren. Na gut, okay, das kriegen wir, denke ich, hin. Ich hoffe es jedenfalls. Eieiei, von zwei Seiten. Wow. Alter. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Na, zumindest habe ich jetzt das mit den Schüssen erledigt. So, der Rest ist nur noch das mit der Lebensenergie. Ich möchte ja wirklich versuchen, 100% Synchro hinzukriegen. Da hinten, ne? Die ganzen Viecher. Wo ich schießen wollte hier. Super. Anscheinend hat er geschossen, aber nicht nachgeladen. Wie, der lebt noch. Das war dann wohl der letzte. Alter. Alles mit dem Nachladen, das ist schon ein bisschen nerv. Okay, Leute, wie schaut's aus? Oi. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Na? Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam.
Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Okay. Es ist schon irre. So. Sehr geil. Volle Synchro. So haben wir das doch gerne.